Diese Abfahrt gehört zu meinen absoluten Lieblingspisten in Österreich. Ich freue mich! Hier haben schon die ganz großen Skirennstars Medaillen gewonnen und Bestzeiten aufgestellt. Woohoo! Hier wurde Geschichte geschrieben und trotzdem ist diese legendäre Strecke für fast jeden machbar. Oh, ich liebe, liebe, liebe diese Abfahrt. Es macht einfach so viel Spaß. Wir nehmen euch mit auf die Olympiadamenabfahrt in der Axemer Litzung. Hi! Ich bin hier gerade in Innsbruck unterwegs und stehe hier schon am Inn und hinter mir ragt die imposante Nordkette auf. Und heute geht es mal wieder in eines meiner Lieblingsskigebiete und da möchten wir euch eine besondere Abfahrt vorstellen, die meiner Meinung nach zu den besten und schönsten der Alpen gehört. Warst du denn auch schon mal in Innsbruck? Wenn ja, wie hat es dir hier gefallen und was hast du gemacht? Schreib uns das doch gerne mal unten in die Kommentare hinein. Auf geht's! Immer wieder schön hier. Und da oben über mir ist das Wahrzeichen der Stadt. Das ist das goldene Dachl. Gucken wir uns später an. Jetzt geht's erstmal Skifahren. Wir sind jetzt mit dem Bus zur Talstation des Skigebiets gefahren und stehen hier jetzt schon davor. Die Bäume sind alle irgendwie tief verschneit und jetzt geht es gleich nach oben und dort beginnt dann die Olympiadamenabfahrt. Die ist insgesamt 3,5 Kilometer lang und es werden knapp 800 Höhenmeter überwunden. Und da haben tatsächlich schon zweimal die Olympischen Spiele stattgefunden. Einmal 1964 und einmal 1976. Da wurden Bestzeiten auf der Piste gefahren. Und hinter der Kamera ist auch wie immer Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Was denkst du, wie flott wir sind? Also ich glaube, für die Goldmedaille wird es nicht reichen, aber wir sind schon schnell. Es wird wahrscheinlich eine enge Nummer, das stimmt. Wir probieren es mal. Es wird ein super Tag. Da neben uns sind schon die imposanten Felswände zu sehen. Und ich glaube, die Wolken verziehen sich jetzt gleich noch und dann haben wir strahlenden Sonnenschein. Willkommen am höchsten Punkt im Skigebiet und wie schön! Ich liebe die Aussicht von hier oben. Der Blick hier oben ist wirklich sensationell. Vor allem da die Kalkhügel, die sehen so richtig imposant aus. Da standen wir auch schon mal oben, nämlich am Steinkrugenkogel. Dann können wir hier die Augen über die Stubaier Alpen schweifen lassen. Und da hinten, da könnt ihr in Richtung Inntal hinabblicken. Und am Horizont ist auch das Wettersteinmassiv mit der Zugspitze zu sehen. Und bevor es jetzt auf die Abfahrt geht, fahren wir uns erstmal ein bisschen warm. Durchgekommen, es ist jetzt richtig, richtig schön und auch die Pisten lassen sich super fahren. Ist noch ein bisschen hart so von der Nacht, aber wenn man schon so durchcruist, staubt es bei jedem Schwung. Und gerade jetzt hier so auf dem letzten Stück, da war auch noch wenig los, da konnten wir so die ganze Pistenbreite aussetzen. Jetzt sind die Beinchen also ein bisschen warm und sind bereit für die Olympiaabfahrt. Wir haben jetzt hier noch einen Pistenplan entdeckt. Die Axemer Litzung hat insgesamt 40 Pistenkilometer und die Abfahrten reichen bis auf über 2300 Meter Höhe hinauf. Dadurch sind die Skipisten auch im Frühling noch relativ schneesicher. Und wir folgen jetzt hier der Piste mit der Nummer 1. Ab geht's! Hier hat man sogar einen richtig coolen Blick von oben auf die Piste. Ich liebe, liebe, liebe diese Abfahrt. Es macht einfach so viel Spaß, vor allem, weil die sich einfach so durch die Landschaft schlängelt. Gleich oben warten so zwei, drei Steilkurven auf einen. Da kann man sich dann aussuchen, ob man so außenrum das flachere Stück fährt oder innen wirklich die Steilheit mitnimmt. Und gleichzeitig ist die Piste aber so breit, dass auch mehrere Skifahrer da nebeneinander fahren können. Und was auch ganz gut zu wissen ist, die Piste ist zwar blau markiert, man kriegt hier aber trotzdem ordentlich Speed drauf, wenn man runterfährt. Kann ich euch jetzt hier auch nochmal zeigen.
unterwegs gibt es eine richtig coole Hütte, das Dohlennest. Die hat das eine große Outdoor-Bar und liegt hier direkt unterhalb dieser Felswände. Wasser! Dankeschön! Bitteschön! Tschüss! Zum Wohl! So, du hast es gestillt, jetzt kann es weitergehen. Und jetzt wartet ja noch das schönste Stück der Abfahrt. Jetzt kommen wir nämlich ganz nah an die Felsen heran. Schon genial, oder? Die Felsen wirken so zum Greifen nah, so als müsste man nur die Hand ausstrecken und dann könnte man sie schon berühren. Und damit ist jetzt auch klar, warum die Kalkkögel Dolomiten Nordtirols heißen, oder? Einfach weil sie so schroff sind und auch von der Farbgebung her erinnern sie an die Dolomiten, finde ich. Jetzt liegt so das Steilstück der Piste hinter uns. Da braucht ihr auf jeden Fall gute Kanten. Damals zu Olympia sind hier die Topstars einfach so runtergerauscht. Und eine bekannte Persönlichkeit, die damals 1976 bei den Olympischen Winterspielen richtig abgesahnt hat, ist Rosi Mittermeier. Die hat hier gleich 3 Medaillen mitgenommen, nämlich einmal Gold in Abfahrt, einmal Gold in Slalom und Silber in Riesenslalom. An die Zeit kommen wir natürlich nicht mal ansatzweise ran, aber wir können zumindest ein bisschen aufholen und hier jetzt nochmal Schwung mitnehmen. Sehr gut. Yes. Das ist schon eine richtig starke Abfahrt und von oben bis unten macht die super viel Spaß. Gerade so auf dem letzten Schussstück kickt auch noch mal so ein bisschen das Adrenalin. Wir haben auch die Zeit gestoppt. Reine Fahrzeit bei uns sind 6 Minuten 11. Da könnt ihr mal schauen, ob ihr das toppen könnt. Wir gehen auf unser Ergebnis jetzt anstoßen und dazu geht's zurück nach Innsbruck. Ich finde es immer wieder super, in Innsbruck zu übernachten. Dann kann man nach dem Skitag noch alle Vorzüge des Stadtlebens nutzen und die eine oder andere Sehenswürdigkeit besuchen. Besonders lohnen sich ein Blick in die kaiserliche Hofburg oder die Auffahrt zum Schanzentisch der Bergiselschanze. Außerdem gibt es jede Menge gute Restaurants und Hotels. Hallo, ich habe mich gerade geduscht und frisch gemacht und zeige euch jetzt nochmal, wo wir hier übernachten. Willkommen in meinem Zimmerchen. Das Zimmer ist super gemütlich, finde ich. Aber das Beste wartet da draußen, das ist nämlich die Lage. Wir liegen mitten in der Altstadt. Da ist sogar Blick auf den Stadtturm. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf einen Drink in einer ganz neuen Rooftop-Bar. Vor uns steht ganz nach oben. Geht hoch in die Cloud One Bar. Sieht schick aus hier. Voll, vor allem hat man von hier oben einen richtig tollen Blick so in alle Himmelsrichtungen. Das ist doch ein schöner Ausklang des Tages. Wir haben uns hier jetzt noch einen Drink bestellt und genießen jetzt den Blick über die Dächer der Stadt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das gerne durch einen Daumen nach oben. Denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und es gibt ja noch weitere Skigebiete rund um Innsbruck, zum Beispiel das Kühtal. Da könnt ihr hier direkt weiterschauen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss. Zum Wohl.